Na, hallo mal wieder. Heute mal ein ganz komisches Thema mal wieder. Irgendwie komme ich aus dem Atomzeugs nicht so richtig raus. Ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich weiß es echt nicht mehr. Irgendwas habe ich mal wieder gesucht und dann bin ich auf den Edmund Matthews gestoßen, ne? Irgendwie ein Künstler. Und der hat hier so ein Video hochgeladen, das noch gar nicht so viele Leute kennen. So wie es aussieht, na, so alt ist es auch noch gar nicht. Was Hiroshima destroyed by bats? Also. Um es mal ein kleines bisschen abzukürzen. Also, da hat er so gemeint, dass die ganzen Häuser damals in Hiroshima alle vorwiegend aus Holz gebaut worden wären. Nur einige Kirchen oder sowas waren da irgendwie aus Stein. Und ja, da haben sie sich gedacht, da schneiden wir Fledermäusen kleine Napalmbomben hinten auf den Rücken. Kann man sowas glauben? Ich kann es bis jetzt immer noch nicht glauben. Ich bin immer noch am, ja, am Wundern sozusagen. Ja. At 4,000 feet, a barometric device deploys a parachute and the outer casing simultaneously. Und dann geht es auf und dann kommen die ganzen Fledermäuse raus und fliegen in die Dächer von Hiroshima und Nagasaki. Also da kratzt jetzt bestimmt nicht ich nur mich am Kopf, ne? Weil das zieht ja wirklich allem dann die Schuhe aus, ne? Dass, wenn es überhaupt keine Atombomben geben sollte, das wäre natürlich. Ja, was wäre das jetzt? Ja, ich habe jetzt mal ein bisschen recherchiert, ne, und habe mir mal so ein paar Fotos angeguckt von Hiroshima und Nagasaki und irgendwie stimmt's schon. Ne? Also ihr könnt ja gerne mal mit einsteigen und ein bisschen suchen. Das Epizentrum bis jetzt habe ich immer noch nicht gefunden und seit 9/11 wissen wir ja, wie leicht es ist, da hunderte oder tausende Leute in Sachen zu involvieren, um dann auch kleine Filmchen zu drehen. Ne? Die dann suggestieren, dass da was passiert sein soll. Also ich will mich nicht zu weit rauslehnen, aber irgendwie ist es schon komisch. Hier gibt es dann irgendwelches Gestein, was irgendwie unter ganz großer Hitze geschmolzen sein soll. Na gut, mit HHU-Flamme kann man auch alles Mögliche schmelzen, wissen wir ja heute, da haben wir ja auch die ganze Zeit nicht gewusst und jetzt ist es was ganz Tolles Neues. Und bei dem allerersten Atombombentest habe ich auch gedacht, ich sehe nie richtig. Da schreibt doch Wikipedia hier tatsächlich, um den Test zu verbergen, meldet das Militär, dass es sich um die Explosion eines Munitionslagers gehandelt habe. Und gab den wahren Sachverhalt erst am 6. August, also am Tage des Bombenabwurfs auf Hiroshima bekannt. Ich höre mal jetzt auf mit Denken und lasse euch mal mit einsteigen. Tja, das wird ja immer verrückter. Und hier mal noch ein kleiner Nachtrag. Das habe ich auf der Suche nach dem Epizentrum von Nagasaki gefunden. Das soll angeblich die Aufnahme davon sein, vom Epizentrum. Ich habe gedacht, da entstehen dann immer Krater oder sowas, aber irgendwie nee. Und komisch ist auch nur, dass ja, dass 1994 zwei amerikanische Filmemacher die eikramponierten Negative des Fotografen, der 1966 gestorben war, ne, der Aufnahmen von Nagasaki damals gemacht hat, gefunden haben wollen und daraus einen super guten Film gemacht haben, der sogar im Februar 96 die höchste Auszeichnung in Monte Carlo, in der Spielehauptstadt, mit goldene Nymphe geehrt worden ist. Hey, also. Wie war, da steht ja auch noch mit. Und das alles auf einer Seite. Was ist denn das für ein Film hier?